Herzlich willkommen zum Erklärvideo zu Arschlochkind. Arschlochkind ist ein Kartenspiel für 3 bis 6 Spieler mit schwarzem Humor. In der schwarzen Box stecken ein Notizblock für die Wertung, eine Spielanleitung für Regelnazis und 10 bunt illustrierte Arschlochkind-Startkarten. Die Illustrationen stammen von Brainfart aus Zürich. Natürlich haben wir auch die Spielkarten nicht vergessen. Für jede Phase gibt es 70 transparente Spielkarten. Die erste Phase deckt das Kleinkindalter ab. Die zweite Phase dreht sich rund um die Schulzeit. Und die dritte Phase handelt von den Teenagerjahren. Was ist das Ziel? Ziel des Spiels ist, das eigene Kind mittels negativer Erziehungskarten zum ultimativen Arschlochkind heranzuziehen. Gleichzeitig muss man versuchen, die Kinder der Gegner mittels netter Erziehungskarten zu retten. Es zählen jeweils nur die sichtbaren Werte. Wie wird gespielt? Am Anfang erhält jeder Spieler eine zufällige Arschlochkind-Startkarte. Diese Karte wird offen vor jedem Spieler ausgelegt. Jeder Spieler gibt seinem Arschlochkind einen Namen und verrät diesen seinen Mitspielern. Die Kinder in unserer Runde heißen Gertrud, Urli, Kevin und Susi. Die Namen werden auch auf dem Notizblock notiert. Danach werden die Karten der ersten Phase gut gemischt. Jeder Spieler erhält verdeckt 3 Spielkarten und darf sich diese natürlich anschauen. Startspieler in der ersten Phase ist derjenige Spieler, der im wahren Leben das größte Arschloch ist. Also ich. Der Startspieler deckt immer vor seinem Spielzug eine Karte vom Nachziehstapel auf, die sogenannte Rundenkarte. Ein Spielzug besteht aus folgenden 4 Aktionen. Karte ziehen, Karte tauschen, Aktionskarte spielen, Erziehungskarte spielen. Zuerst ziehe ich also eine Karte vom Nachziehstapel. Es gibt übrigens kein Handkartenlimit. Danach habe ich die Möglichkeit, eine der Handkarten mit einer Rundenkarte auszutauschen. Diese Aktion ist freiwillig. Die getauschte Karte kann im selben Spielzug gespielt werden. Als dritte Aktion darf ich, falls ich möchte, eine Aktionskarte spielen. Aktionskarten sind türkisfarben. Der Kartentext verrät die Wirkung. Ich spiele die Karte Kindergeburtstag und darf nun 2 Karten vom Nachziehstapel ziehen. Gegnerische Spieler hätten dies mit einer violetten Abwehrkarte verhindern können. Als letzte Aktion in meinem Zug muss ich eine blaue Erziehungskarte spielen. Einzige Ausnahme ist, wenn ich keine Erziehungskarte auf der Hand habe. Erziehungskarten werden auf das eigene oder auf fremde Kinder gespielt. Ich spiele eine Karte auf meine Gertrud. Da das Spiel vom Storytelling lebt, verkünde ich, was auf der Karte steht. In meinem Fall wird die arme Gertrud regelmäßig mit dem Gürtel gezüchtigt. Das verändert ihren Arschlochfaktor. Die Summe aller sichtbaren Zahlenwerte von ursprünglich -2 auf sagenhafte -10. Somit ist mein erster Zug abgeschlossen und der nächste Spieler ist an der Reihe. Der Spieler zu meiner Rechten zieht eine Karte vom Stapel. Tauschen möchte er nicht. Eine Aktionskarte möchte oder kann er auch nicht spielen. Zum Abschluss seines Zuges spielt er eine Erziehungskarte auf sein eigenes Kind. Der Spieler vis-à-vis ist als nächstes dran und zieht eine Karte. Tauschen möchte er nicht. Danach spielt er die Aktionskarte "Ein feuchter Kuss von Oma" auf mich, der Arsch. Das finde ich natürlich scheiße und wehre dies mit meiner Abwehrkarte ab. Der Spieler zu meiner Rechten greift mit seiner Abwehrkarte ein und wehrt wiederum meine Abwehrkarte ab. Abwehrkarten können gegen alle Kartentypen und jederzeit eingesetzt werden. Es spielt keine Rolle, ob man selbst von der Karte betroffen ist. Ausgespielte Aktions- und Abwehrkarten kommen auf den Ablagestapel. Diese Karten werden nicht ersetzt. Es wird erst im nächsten Zug eine Karte nachgezogen. Nun muss ich also leider die oberste Karte auf der Gertrud auswechseln. Sie wird entsprechend nicht mehr mit dem Gürtel gezüchtigt, sondern hört sich neuerdings gerne Märchenkassetten an. Ihr Arschlochfaktor ändert sich von -10 auf +3. Verdammt! Als letzte Aktion legt mein neuer Erzfeind eine Erziehungskarte auf seinen Kevin. Danach ist die Spielerin zu meiner Linken dran und zieht eine Karte. Sie tauscht eine ihrer Handkarten mit der Rundenkarte. Eine Aktionskarte spielt sie nicht. Sie schließt ihren Zug mit einer Erziehungskarte ab, die sie auf Urli spielt. Somit wäre die erste Runde beendet. Bevor die nächste Runde beginnt, lege ich als Startspieler wieder eine Rundenkarte offen aus. Eine Phase dauert 4 Runden. Wir gucken uns das jetzt rasch im Eiltempo an.
In der letzten Runde dürfen keine Erziehungskarten auf das eigene Kind gespielt werden. Spart euch also ein paar gute Karten und vielleicht auch eine Abwehrkarte für die letzte Runde auf. Nach Abschluss der vierten Runde ist die Phase beendet und der Arschlochfaktor jedes Kindes auf dem Notizblock notiert. Meine Gertrud hat -3 Punkte, Urli -4, der Kevin hat -6 und die Susi -4. Danach werden alle Erziehungskarten von den Kindern entfernt und alle Karten der ersten Phase zurück in die Box gelegt. Unsere Kinder werden älter und kommen mit der zweiten Phase ins Schulalter. In dieser Phase ist derjenige Spieler der Startspieler, dessen Kind den höchsten Arschlochfaktor hat. In unserem Fall ist das mein Erzfeind mit seinem Kevin. Nach der dritten Phase werden die Zwischenwertungen aller drei Phasen addiert. Jener Spieler, dessen Kind den höchsten Arschlochfaktor hat, gewinnt. In unserem Fall ist Ürli mit -13 das größte Arschlochkind. Das ist schon fast alles, das ihr über das Arschlochkind wissen müsst. Eine kleine Ergänzung habe ich jedoch noch. Wer den Namen eines Arschlochkindes vergisst oder als Startspieler vergisst, eine Rundenkarte auszulegen, muss trinken. Prost! Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem Arschlochkind.